Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Creepypasta. Falls Sie es bis zur heutigen Ausgabe geschafft haben, Glückwunsch. Denn viele Zuschauer haben es bis heute nicht mal ausgehalten, weil unsere Sendung einfach zu gruselig ist. Einige Zuschauer sind nach der letzten Folge leider sogar vor Angst gestorben. Deshalb warnen wir erneut, alles nur auf eigene Gefahr. Aber wir werden trotzdem nicht davor zurückschrecken, die Wahrheit zu erzählen. Auch heute haben wir für Sie wieder eine ganz besondere Geschichte. Also schnallen Sie sich an und gruseln Sie sich vor der Wahrheit. Die heutige Geschichte handelt von einem kleinen Jungen. Dieser kleine, süße Junge heißt Marcel und kommt aus dem idyllischen Linz in Österreich. Doch er war schon immer anders. Er wollte groß rauskommen. Reich werden. Marcel war ein besonderer Junge. Ein IQ von 135 und eine Gehirnmasse von 4,6 Kilo unterschied das Mastermind von seinen eher durchschnittlichen Mitbürgern. Nach seiner Doktorarbeit und der Aufnahme in den Verein für hochbegabte Menschen wurde ihm sein Alltag aber irgendwann zu langweilig. Er wollte etwas Besonderes schaffen, etwas für die Ewigkeit. Und so fand er das Videoportal YouTube. Er versuchte es mit Physik, Mathe, Aeronautik oder Häkeln. Aber keiner seiner Kanäle brachte den gewünschten Durchbruch. Marcel, der im Alter von 12 Jahren an einer kanadischen Universität schnell mal Medienwissenschaften und Marketing studiert hatte, packte der Ehrgeiz. Er führte Studien durch, betrieb Marktforschung und mixte komische Substanzen in Reagenzgläsern zusammen. Nein, Moment, er machte sich nur Frühstück. Denn seit er 8 ist, stellt Marcel seine Mahlzeiten synthetisch her. Nach Monaten der Arbeit kam er dann zu einem Ergebnis. Die Menschen wollten kognitiv anspruchslose Unterhaltung sehen. Kurz, sie wollten Schrott. Gut, dachte sich Marcel, wenn sie danach rufen, werde ich es ihnen geben. Und so gründete er im November 2012 den Kanal KS Freak What Else. Die Abkürzung KS steht in diesem Fall für kolloidales Silber und bringt Marcels Begeisterung für die Einsetzung des Edelmetalls in der Medizin zutage. Und so veröffentlichte er seiner Zielgruppe entsprechend Webvideoinhalte. Sein Kanal boomte, er wuchs täglich und erreichte neue Rekordmarken. Hunderttausende Abonnenten, Millionen von Klicks. Die Fans liebten Marcel und Marcel liebte die Fans. Doch irgendwann schöpften die Menschen Verdacht. War er wirklich der, für den er sich ausgab? Denn Marcel spielte nur eine Rolle. Er stellte sich künstlich als nicht ganz so intelligent dar, damit ihm seine Fans seine Inhalte auch abkauften. Die Schlinge zog sich zu, als jemand auf Marcels Doktorarbeit stieß. Eine von vielen. Diese passte natürlich überhaupt nicht zum Image des Schulabbrechers. Er musste sich schützen, musste seinen Schein wahren. Er läutete die Endphase seines Projektes ein. Skandale. Nur ein Mensch, wie er vorgab zu sein, wäre zu so etwas fähig. Und so handelte er nur aus Emotionen, hetzte gegen Homosexuelle, beleidigte Menschen, klaute ihnen die Speicherkarten, drohte ihnen mit Gewalt und redete in dubiosen Instagram-Livestreams wirres Zeug. Und die Menschen, sie glaubten ihm. Sie fielen auf seine Maschereien, glaubten an seinen geistigen Zustand. Aus dem einst lieben Jungen war ein knallharter Geschäftsmann geworden. Er handelte nur nach Kalkül, alles war berechnet, alles geplant. Doch seine Fans, die ahnten von all dem nichts. Wie konnten sie auch? Und wenn nicht irgendwann ein mutiger YouTuber in einer Creepypasta-Folge alles aufdecken wird, ja, dann wird er noch heute damit weitermachen. Tja. Gruselig, oder? Nun, was meinen Sie? Alles nur eine Lüge oder doch ein Fünkchen Wahrheit? Fragen Sie unseren Informanten. Ach nee, das geht ja nicht. Der ist ja schon tot. Also, verschließen Sie nicht die Augen vor der Wahrheit und bleiben Sie wachsam.